Hallo, ich heiße Samuel Payat. Ich wohne seit 3 Jahren hier im SOS Kinderdorf Pinkafeld. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin jetzt 15 Jahre alt. Ich gehe im Wimmer Gymnasium in die Schule und spiele auch gerne im Pinkafeld Fußball im U16 Verein. Und meine Hobby ist auch Fußball spielen. Ich spiele auch gerne Gitarre. Und ich fühle mich hier sehr wohl. Ich habe hier sehr viele Freunde gefunden. Als ich hier gekommen war, war für mich sehr schwierig, weil ich habe die Sprache nicht gekannt und alles war für mich neu. Ich habe von Anfang bis jetzt angefangen, die Deutsch lernen. Gehe ich gerne in die Schule. Ich kann jetzt ja, die Deutschsprache, lerne ja auch Englischsprache. Meine Muttersprache ist Persisch, Dari. Und ich bin in Österreich alleine. Meine Eltern wohnen im Iran. Als ich 4 Jahre war, wegen Krieg und Unsicherheit, sind wir nach Iran geflüchtet. Dort habe ich 8 Jahre gewohnt mit meinen Eltern. Und dann, das Leben für uns war sehr schwierig im Iran. Ich bin dort 6 Jahre in die Schule gegangen, in eine Privatschule. Dann habe ich mit meinen Eltern beschlossen, dass ich hier nach Europa komme und für ein neues Leben. Ich war ungefähr 2 Monate unterwegs, bin zuerst nach Türkei geflüchtet und dann nach Serbien, zuerst Bulgarien, dann Serbien und dann Ungarn, dann Österreich. Hier vermisse ich sehr meine Familie, meine Eltern. Ich habe sie seit 3 Jahren nicht gesehen. Ich habe 3 Geschwister, also sie wohnen alle zusammen mit meinen Eltern. Da will ich gerne sie mal besuchen. Mein Traum ist, dass sie auch noch kommen können hier, dass wir hier gemeinsam leben, ein ruhiges Leben, ohne Krieg, mit Sicherheit. Im Iran haben wir keine Papiere gehabt und wir haben dort illegal gewohnt. Wir konnten nicht jede Berufe gehen, was wir wollten. Also wir waren nicht frei. Jede Zeit, wenn die Polizei meine Papa erwischen konnte, dann hätten sie meinen Papa verschoben, abschieben nach Afghanistan zurück. Und es ist einmal passiert. Die Polizei in Iran haben meine Papa erwischt und haben nach Papier gefragt und er hat gesagt, er hat keine. Dann haben sie ihn nach Afghanistan zurückgeschickt. Und es hat 3 Monate gedauert, dass er wieder zurückkommt. Und das war natürlich für uns gefährlich, weil wir haben ja eine. Also bei uns hat nur. Ich habe auch dort gearbeitet als Schneider. Ich habe Vormittag gearbeitet und Nachmittag war ich in die Schule. Und nur ich und Papa. Und wenn meine Papa weg war und er hat für uns gearbeitet, dass wir leben konnten. Die Entscheidung für meine Eltern und auch für mich und mein Geschwister war sehr schwierig, dass ich alleine hier komme, weil wir haben nicht gewusst, ob ich hier ankomme oder nicht. Weil das ist ein sehr gefährlicher Weg. Man nimmt das ganze Leben am Hand und kommt her und man weiß nicht, was passiert. Ich habe ungefähr 2 Wochen gebraucht, dass meine Eltern sagen, okay, du darfst gehen. War auch für mich schwierig, dass ich von meinen Freunden, Verwandtschaft und das alles, was wir in die 8 Jahre in Iran gebaut haben, wieder verlassen
und in eine neue Land mit einer neue mit die Le neue Leute, neue Kultur auch kennenlernen. Für mich jetzt ist wichtig, dass ich jetzt eine gute Ausbildung mache, dass ich einen guten Job später finde für mein Leben. Ich habe jetzt einen Subsidiarschutz seit 1 Jahr und das ist bis 2 Jahre noch gültig. Ich kann, also meine Eltern können nachkommen, wenn ich Asyl habe. Und wenn die Subsidiarschutz, die Verlängerung am Ende ist, wenn ich noch unter 18 Jahre bin dann, und ein Asyl habe, dann können sie nachkommen. Sonst gibt es keine Chance. Ich gehe zum Mare runter. Aha. Na gut, bleib.